Willkommen zu Nerdentum spielt in Elder Scrolls Online. Ich bin hier in der Magiergilde hier in Deutschland. Ich meine, es wäre Deutschland. Was macht der Hund? Den Hund mal nach. Ich wollte zwar eigentlich was anderes tun, aber der Hund hat irgendwo vor Angst. Wir folgen dem mal. Es ist kein Sheltie, der läuft so bereitwillig ins Wasser. Oh, da liegt jemand. Narr, ihr werdet euer Einmischen bezahlen. Erwischt. Oh, die Plutonen wieder. Jetzt soll ich mit verschiedenen Leuten reden. Creme, 3 Blutorangen, Schneider, Umhang mit Halbmond, Blumenhändler, schwarze Rosen mit Dornen. Hört sich sehr nach gut an. Das will ich nicht. Doch schon mal, wer ist das? Seid gegrüßt, mein Freund. Nirgendwo in Dolchsturz bekommt ihr besseres Obst. Seht, ich will keinen Ärger. Das ist ein Spruch, den die Spione des Königs verwenden. Er bedeutet, dass jemand getötet werden wird. Mehr weiß ich aber auch nicht. Haltet mich da einfach raus. Ich habe gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Nehmt eure Fragen und verschwindet. Ich habe damit nichts zu schaffen. Das klingt nach etwas, wonach sich Roy erkundigen würde. Aha. Ihr seid verflucht hartnäckig, hm? Roy ist ein Freund. Ich vertraue ihm. Ich verkaufe das beste Obst und Gemüse in Dolchsturz. Viele Leute kommen hier vorbei. Ich rede und höre zu. Dann rede ich mit meinen Freunden, wie Roy. Was andere Leute angeht? So, Floristin, die steht wahrscheinlich da. Das sind Blumen. Blumen, kauft Blumen. Vielleicht ein Sträußchen für eure Liebste? Oh, das ist schade. Tja, was für ein Schlamassel. Na, ich lasse es drauf ankommen. Manchmal höre ich seltsame Dinge. So etwas wie das, was auf dieser Notiz steht. Schwarze Rosen mit Dornen. Man munkelt von dunkler Naturmagie. Und genau da fühlte sich Roy, euer Toter, sehr interessiert. Mit der Notiz? Ich weiß es nicht. Genau das hat Roy eben immer getan. Er hat Dinge herausgefunden. Dolchsturz hat viele Augen und Ohren. Schließlich ist Wissen billiger als Krieg. Jetzt noch? Mit dem Schneider.
da. Also nach Südosten. Das ist hier. Hier ist wohl der Schneider. Interesse an hervorragenden Kleidungsstücken? Vielleicht etwas in Seide? Niemand verlässt meinen Laden mit leeren Händen. Ich fürchte, die sind unverkäuflich. Der Sichelmond ist das Wappen der Familie Kasimir, der Herrscher von Dolchsturz. Tot? So ein hagerer Kerl mit einem Hund. Das ist Roy. Nun, das war Roy. Es tut mir zwar leid, dass er tot ist, aber das überrascht mich nicht. Wenn ihr herausfindet, was Roy wusste und wer ihn getötet hat, wird euch ganz sicher irgendwer dafür belohnen. Man kann dabei aber auch sehr gut selbst umkommen. Redet mit Hauptmann Aresin, wenn ein Verbrechen begangen wurde. Die Sicherheit der Stadt fällt in seinen Aufgabenbereich, also könnt ihr euch ruhig an ihn wenden. Er ist üblicherweise bei der großen Treppe hinter der Magiergilde. Er hat immer ein Auge auf den Weg zum Kastell. Denke ich. Ich habe Roy gemocht. Er hat auf die Händler hier aufgepasst. Und dafür haben wir Roy geholfen. Ich habe die Ohren gespitzt und Roy wissen lassen, was die Leute so erzählen. Immer wenn wir ihm etwas Wichtiges erzählt haben, hat Roy dafür gesorgt, dass die richtigen Leute es erfahren. Roy war ein guter Mann. Er war Dolchsturz treu ergeben. Die Leute haben ihm vertraut. Selbst dieser alte Hund hat ihn geliebt. So, mal alles repariert. Dann mal wieder zum Hauptmann Aresin. Ich meine, der wäre mir nämlich schon mal gewesen. Sind wir an der Magiergilde vorbei. Wenn ihr etwas Verdächtiges zu melden habt, dann redet mit Hauptmann Aresin oder Leutnant Dubois. Da ist er. Willkommen in Dolchsturz. Geht weiter. Roy, wo ist er? Warum schickt er einen Fremden, anstatt selbst zu kommen? Tot. Maras Hände. Zeigt mir mal diese Notiz. Oh ja, das ist unser Code. Jemand, der dunkle Naturmagie verwendet, plant, König Kasimir zu ermorden. Aber wer steckt dahinter? Versucht aber ja nicht, mich zum Narren zu halten. Aber da Roy nun tot ist, scheint es, als hätte ich kaum eine andere Wahl. Redet mit Grenner Grakusch im Gasthaus zum Rosenlöwen. Wenn Roy etwas auf der Fährte... Okay. Dann... mich angegriffen. Das war mir gar nicht aufgefallen. Das hat mein Vieh für mich erledigt. So. Seid ihr hierher gekommen, um ein Handwerkszertifikat zu bekommen? Die Gilde interessiert mich aktuell nicht. Das scheint hier zu sein. Ja. Das Tribunal
Jäger Lügenmund. Verbannter Seher, Vernichter kam. Ich habe Rauch über Deleins Mühl gesehen. Da muss etwas Schreckliches passiert sein. Ich bin beschäftigt. Und warum reden wir? Bei Malakat. Dieses Mal hat Roy in ein richtiges Schlangennest gestochen. Eine dieser Nattern ist da oben. Der Kerl könnte etwas wissen. Ich würde ihn ja zur Rede stellen. Wie eifrig. Erinnert mich an Roy. Geht nach oben. Findet Levesque und führt ihm auf den Zahn. Aber tötet ihn nicht. Vielleicht brauchen wir ihn später noch. Lasst mich aber aus dem Spiel. Ich bin keine Agentin der Krone. Nur eine Orkfrau. Wer würde denn so eine Ihr habt da etwas an euch. Eine ganz bestimmte Eigenschaft, die man nur selten findet. Und glaubt mir, ich liege bei solchen Dingen nie daneben. Kann ich auch? Seht mal, leere Zimmer sind schlecht fürs Geschäft. Der Unterhalt allein kostet mich mehr, als der ganze Laden wert ist. Aber ich glaube, wir können uns da schon irgendwie einig werden. Und damit meine ich nicht die Nummer, bei der wir vorher noch erst nett zusammensitzen und was trinken. Das möchte ich ganz ein. Ich brauche jemanden, der den Ruf meines Ladens aufpoliert. Die Art von Held, zu der die Leute aufschauen. Und ich habe dabei euch ein gutes Gefühl. Ihr habt Großes geleistet und ihr seid wahrscheinlich im Begriff, noch Größeres zu leisten. Sieht ganz so aus, als... Na schön, Details. Ich kann verstehen, wie das einem ein wenig zwielichtig vorkommen kann, aber macht euch keine Sorgen. Dieses Gasthauszimmer ist in bestem Zustand und sehr günstig gelegen. Ich kenne euch, Abenteurer. Ihr habt doch gern ein Zuhause in jeder Stadt. Das hier wäre sicher eine schöne Ergänzung eures bisherigen Eigentums. Es gibt keinen Haken. Ich brauche nur jemanden, der meine Außenwirkung ein bisschen auffrischt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr derjenige seid. Solange ihr keine Skoma-Höhle oder einen Unterschlupf für Gesetzlose daraus machen wollt, gehört dieses Zimmer euch. Oh, sicher. Ihr könnt Handwerk betreiben, eure Haustiere unterbringen und Schätze oder... Hervorragend. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen, das schwöre ich. Hier sind der Mietvertrag und der Zimmerschlüssel. Es hat zwar etwas gedauert, doch ich konnte sie mir von meinem letzten Mieter besorgen. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Bei eurem Ruf bin ich mir sicher, dass ihr keine... Nö, fühlt euch einfach ganz wie zu Hause. Putzt alles ein bisschen raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich zu sehen, wie ihr hier alles einrichtet. Hoffentlich habt ihr am Ende ein paar dädrische Schreine weniger als ein anderer ehemaliger Mieter von mir. Also, gar keine... Gar keine dädrischen Schreine wären am besten. Oh, was für eine Erleichterung. Mir gehört dieses sowie noch einige andere Etablissements in ganz Tamriel. Das ist jetzt wohl... Mein Zimmer. Wenn ich das nicht mache. So, und jetzt? Aha. Muss ich jetzt nur gucken, wo ich Möbel herbekomme. Dann kann ich mein Zimmer einrichten. Gut, ein Zimmer habe ich schon mal, wohnen kann ich hier. Dann sollte ich aber jetzt noch die eine Quest fertig machen.
Herzlich willkommen, Fremder. Nehmt euch einen Stuhl und sitzt. Helft mir! Ich wurde entdeckt! Lasst nicht zu, dass sie mich erwischen! Dann reden wir mit dem. Ihr glaubt doch nicht, dass ich etwas damit zu tun hatte, oder? Abgemacht. Ich sage euch alles, was ich weiß. Martin Lerineau hat mich angeheuert. Er lebt neben dem Gasthof im großen Herrenhaus. Ich bin Steinmetz, wisst ihr? Martin wollte, dass ich ihm eine Karte von den Tunneln und die Geheimen, die ins Kastell führen. Aber ich weiß nicht, was er vorhat. Ich schwöre es. Ich brauchte... So. Wieder runter. Level up beanspruchen. Nochmal runter. Das ist irgendwie erschreckend viel zu tun. Ihr seid zurück. Was ist... Ich dachte, ich hätte oben Geräusche gehört. Aber ihr scheint heil davon gekommen zu sein. Habt ihr diese... Martin, der Händler? Wir müssen alles wissen. Gelangt in Lerineaus Anwesen. Schaut euch nach etwas um, das Licht auf ihre Pläne wirft. Okay. Jeder weiß, wo an ihn braut, ein Lauf die See. So, dann können wir hier das nächste Mal weitermachen.